der Wind zur Fahrt von Lara Gut-Berami zu sagen hat. Die Weltmeisterin im Super-G ist gestartet, die Trainingsschnellste von gestern. Die Bauchschmerzen, die sollten abgeklungen sein. Oh, sie kommt sehr schnell auf Tempo, wenn das stimmt. Allerdings genießen wir das etwas mit Vorsicht. Ganz eng. Saubere, hohe Linie. So hoch, also so eng ist jetzt noch niemand gefahren. Ist das auch schnell? Jawohl, 36 Sekunden Vorsprung bereits oben auf Corinne Sutter. Wahnsinn. Ja, sie hat gestern da schon den Unterschied gemacht. Bis zur ersten Zwischenzeit. Jetzt muss sie dranbleiben. Osterkeitum eben sofort wieder in Position. Lara Gut-Berami, angriffig wie vor zwei Tagen. Super über dem Ski. Nein, kurz hängen geblieben. Leider nicht gesehen beim Umschnitt der Kameras. Fahrt euch der Hockey dafür jetzt? Wie viel hat das gekostet? Ja, nicht allzu viel, zwei Zehntel, aber noch liegt sie vorne. Hohe Linie hier. Da sehr kompakt. Kein Problem. Nächster Vergleich in der Schweiz. Er ist 1200. Vorsprung. Uiuiui, das wird ganz knapp da unten. Corinne Sutter war ja da die allerschnellste. Was hat Lara Gut-Berami entgegenzusetzen? Wie sieht es vom Tempo aus? 4 km/h, aber eben mit Vorsicht zu genießen. Lara Gut-Berami gegen Corinne Sutter. Es ist Rang 3 für Lara Gut-Berami. Sie fällt da noch hinter Kira Weidle zurück. Ja, sie weiß. Lara Gut-Berami, gestern ja noch Bauch weg. Ich erinnere mich nach dem Training, wie geht es Ihnen heute? Ist das alles weg gewesen? Ja, es geht besser, es geht besser. Ich habe lange geschlafen und dann, es geht besser. Es ist wie gesagt, also die letzten zwei Tage waren sicher nicht so leicht für alle. Ich bin froh, dass es heute wieder gut gegangen ist. Ja, was ist nicht so leicht in den letzten Tagen? Ist das so ein bisschen, weil alles zusammengekommen ist? Es waren lange Tage, wir hatten nicht gerade viel Ruhe gehabt. Es ist alles aufeinander gekommen. Und Kälte hat sicher auch nicht gerade geholfen gestern. Es ist normal, wenn man so viel vom Körper verlangt und wenig zurückgibt, dass es irgendwann auch Beschwerden gibt. Ja, das ist eine weitere Medaille Ihrer grossen Karriere. Was hat sie für Sie persönlich so für eine Geschichte, für einen Stellenwert? Es ist sicher schön, dass ich weiter auf einem hohen Level fahren kann. Es ist logisch, wenn ich mal so ehrlich sein, wenn ich schaue, meine Zwischenzeit und auch meine Fahrten. Ich würde gerne wieder am Start gehen und wieder einmal probieren, super zu fahren. Auf der anderen Seite, ich glaube, Corinne hat das mehr als verdient. Sie hat eine unglaubliche Fahrt gemacht. Und auch wenn man sieht, es ist ein enge Rennen hinter mir, es ist knapp und dass ich auch trotz meiner Fehler, also es ist nicht der perfekte Fahrt, trotzdem auf Podest kann fahren, ich glaube, das ist mehr als positiv. Also verstehe ich Sie richtig, oder? Das ist ein bisschen ein Abweg auf der einen Seite, natürlich normal. Eine Medaille grossartig. Es ist normal, ich bin seit 20 Minuten im Ziel und man schaut auch, was hätte noch mehr können sein. Also es ist, glaube ich, normal. Also es würde eher komisch sein, umgekehrt, wenn man gar nicht dran denkt. Es braucht, ich glaube, immer ein bisschen Zeit, um den richtigen Wert an alles zu geben. Es ist genau wie vorgestern im Ziel. Ich konnte es nicht wirklich realisieren, dass es Gold ist. Es ist eher, wir sind Athleten, schaust, was du gerade verbessern kannst. Und dann nachher, ich werde eher realisieren, dass ich, glaube ich, seit der Rennen hintereinander auf Podest fahre, auch wenn nicht immer perfekte Läufe sind. Und ich glaube, das hat noch mehr Wert. Ja, und Sie werden dann auch realisieren, dass Sie Grossartiges geleistet haben. Danke vielmals, nochmal Gratulation.